Moin meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute lautet der Titel, wie konnte das passieren? Denn ich habe euch ja versprochen, dass ich euch das Shen-Game erkläre, was ich vor kurzem verloren habe. Na, es ist ja ein absolutes Meme, Maxim steht super gefeedet da, macht alles für sein Team, bumm, defeat. Und heute klären wir sogar auf, was passiert ist, denn wir können hier einiges mitnehmen. Das heißt, für diejenigen, die das Gameplay nicht gesehen haben, die Ausgangssituation ist folgende. Ich bin Shen, ich mache alles für mein Team, okay? Ich ulte 1000 Mal, ich kriege relativ viele Kills. Na, ich bin die ganze Zeit der Ritter in der Superrüstung und bin super gut, okay? Problem ist aber trotzdem, dass ich nicht in der Lage war, dieses Spiel zu carryen, okay? Shen ist kein Carry und wir klären heute warum. Und werden dabei auch die Frage beantworten, was denn einen Late-Game-Carry oder einen Solo-Lane-Carry ausmacht. Na, was braucht er denn, um zu gewinnen? Lass mir das Spiel so ein kleines bisschen Revue passieren. Das heißt, auf der Lane habe ich mich eigentlich ganz gut wohlgefühlt. Na, Shen hält fast alle Lanes durch und auch Nasus ist ziemlich stumpf. Ich konnte trotzdem relativ viele Kills bekommen und mein Team permanent helfen. Okay, der gegnerische Rengar hat die Botlane gezittert und ich habe 50.000 Mal hingeultet. Die ersten Male war es auch in Ordnung. Na, ich konnte dann, wie gesagt, Kills holen oder Leute retten oder beides. Aber der gute Nasus ist natürlich nicht faul, denn sein Team TP-Einsatz war nicht, um mich zu countern, was wir jetzt competitive häufiger gesehen hätten, sondern er hat sich gedacht, du gehst, ich kill dein Turret. Diese Methode ist ein absoluter Klassiker. Macht das bitte gegen Shen, okay? Punisht sein Movement. Wenn euer Team da unten zerstört wird, müsst ihr es irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich porte mich irgendwo hin und eine gute Nase sagt sich, nice, ult an, ab zu meinem Turret und der hackt den komplett kaputt. Und ich muss damit zusehen, wie dieser fällt und mein Team kann währenddessen quasi nicht viel mehr holen. Wir haben zwar ab und zu mal einen Drake oder sowas bekommen, aber das war's auch schon. Tja, und nun kommt ein sehr gestörter Moment, wo ihr etwas mitnehmen könnt. Mein Turret ist ja down, das heißt, mein Weg ist relativ lang und Nasus hat sogar noch einen Herald gemacht und konnte mich damit aktiv bedrohen. Ich konnte ihn zwar immer noch auf dieser langen Lane abholen, hat aber die große Problematik, dass ich trotz meines Feedes ihn nicht im 1 gegen 1 nehmen konnte. Ich meine, die Strategie wäre zu sagen, ich bin super gefeedet, ich zerstöre einfach seine Lane. Na, jedes Mal, wenn er kommt, gehe ich all in, ich stehe 4-0, ich mache ihn absolut platt und pushe ihn zu meinem Turret und kann immer noch mit meiner Ulti mit meinem Team helfen. Das Problem in der Sache ist, Shen scaled nicht, okay? Shen scaled mit seinem Team, aber nicht auf der Solo-Lane. Er fällt ab. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? Was macht einen gut scalenden Champion aus? Bleiben wir zunächst bei diesem praktischen Beispiel. Was würde denn passieren, wenn ich einfach noch volle auf ihn draufgehe? Das Problem wäre, ich hätte nicht genug Damage zur Verfügung. Nasus kann mich erstens verlangsamen. Nasus hat nur Tank gebaut. Sein einziges offensives Item war Iceborne Gauntlet. Sie sind nicht mal offensiv. Aber es macht ihn sehr, sehr tanky. Das bedeutet, ich könnte ihn wahrscheinlich angreifen. Aber ich würde ihn niemals töten können. Man könnte ja sagen, ja, dann machst du ihn einen Halbtod und dann machst du noch weniger AP und noch weniger. Das Problem ist dabei, er hat Lifesteal. Und er hat ein ziemlich hohes Level, was bedeutet, er kriegt sehr, sehr viel. Das heißt, selbst wenn ich ihn halbieren würde oder 2/3 seiner AP bei einem All-In abziehe, was schon schwer genug ist, weil Shen ist sehr eindimensional und Nasus auch, dann geht er zu einem Minion, drückt Q und kriegt 300 Leben wieder. Weil sein Q-Damage, und das hat er noch nicht mal gut gefarmt, okay? Normalerweise sagt man Minutenzahl mal 20. Das heißt, 20 Minuten 400 Stacks ist gut. Und er hatte 200. Problem ist, er kriegt trotzdem super viel Leben dadurch wieder. Ich kann ihn also nicht aktiv bedrohen und mein Heimweg, wenn mein Turret ja schon down ist, super lang. Das heißt, ich kann von Rengar gegankt werden. Und dann ist es ein 2 gegen 1 und das verliere ich auf jeden Fall. Das heißt, ein gefeedeter Shen nimmt zwar locker AP Mages und AD Carries auseinander, dafür ist mein Base-Schaden gerade mit Titanic super hoch, aber gegen den Nasus kann ich nicht gewinnen. Ich verliere auch nicht. Aber ich kann nicht gewinnen, ich kann ihn nicht wegpushen. Diese Tatsache wird mir absolut zum Genickbruch in diesem Game. Das heißt, jedes Mal, wenn ich weg war, jedes Mal, wenn ich dem Team geholfen habe, hat er ein Turret gekriegt. Das ging super schnell bis zu dem Zeitpunkt, dass er ein Inhib bekommt und er ist dafür mehrmals gestorben. Nasus ist einfach gestorben, der geht zum Turret, macht Ult an, bumst den Turret weg, wir kommen alle, Raiden Dane, er ist tot, ist ihm scheißegal. Ist ihm komplett scheißegal, weil er hat seinem Team eine ziemlich guten Favor getan. Jetzt stellt sich natürlich die andere Frage, Maxi, wenn du die Leute rettest und sogar Kills holt, warum macht ihr denn daraus nichts? Das Problem ist unsere Teamkomposition. Das heißt nicht nur, dass ich auf der Lane gecountert worden bin, ich kann nicht irgendeinem 1 gegen 1 gegen Nasus gewinnen, der skate bis zum Mond, sondern ich kann auch im Team nichts machen, denn die Gegner hatten Caitlyn und Anivia. Das, meine Freunde, ist einfach nur GG. Da kann ich überhaupt nichts machen. Das heißt, man hätte ja sagen können, nutz doch dein Feed aus, bleib beim Team. Würde ich gern machen. Aber jede Sekunde, die ich beim Team bin und nichts erreiche, verliere ich wieder ein Turret oder ein Inhib. Und es ging super oft so. Du kannst gegen Anivia Caitlyn fast nicht belagern. Du hast die Wall gegen dich, 1000 Traps und den Anivia Wave Clear. Und wir hatten den Jhin, okay? Der hat sich ab und zu mal bemüht, irgendwie an den Turret ranzukommen. Aber das geht nicht. Zusätzlich zu dem Fakt, dass sie auch noch eine Janna hat, die ja den Turret noch schützen kann oder hart ein Disengage darstellt, wenn wir diven wollen. Diese Team-Comp
ist eine Anti-Shen-Team-Comp gewesen, Leute. Das heißt, es war egal, ob ich beim Team war oder nicht, der Nasus zerstört jeden einzelnen Turret. Du musstest dafür nicht mal beim Team sein. Also ab und zu war es, er war auch beim Baron, der witzigerweise gestohlen worden ist und wir haben das Spiel immer noch nicht gewinnen können dadurch, weil wir nicht in der Lage waren, aktiv gemeinsam schnell genug zu belagern, weil jede Sekunde, die wir verbraucht haben, hat der Nasus einen Turret gekillt. Absolut insane. Gut, das heißt, am Ende des Tages, überall wo Nasus war, wurde ein Turret genommen, dem war das scheißegal, der hat den ganzen Shit dann auch gefacetankt und wir konnten im Prinzip nichts dagegen machen, weil mein Scaling geht den Bach runter. Die Frage ist nun, was macht ein gutes Solo-Lane-Scaling aus? Was muss da im Kit sein? Und jetzt kommt quasi der Pro-Tipp. Erstens muss euer Champion mit Auto-Attack skalieren. Alle, die mit Auto-Attack skalieren, kommen ins Late-Game. Bei Nasus trifft das mit dem Q so ein bisschen zu, er kriegt auch ein bisschen Attack-Speed dazu und Titanic macht eh alles besser. Aber sein Schaden reicht gerade gegen den Lifesteal von Nasus nicht aus. Ein weiterer Punkt ist nämlich, dass nicht nur eure Auto-Attacks mit eurem Kit skalieren müssen, sondern dass ihr diese Auto-Attacks in irgendeiner Form boosten müsst. Na, sei es mit der Attack-Speed, die Shen auch so ein bisschen zur Verfügung hat, oder generell halt mit einem sehr starken AD-Scaling. Naja, und der letzte Punkt ist natürlich, wenn ihr prozentualen Schaden mitbringen könnt in irgendeiner Form. Und wie gesagt, Shen hat alles so ein kleines bisschen dabei. Er macht hauptsächlich Auto-Attacks, er hat prozentualen Schaden mit dem Q. Er kriegt den Attack-Speed, wenn er das mit dem Q richtig macht. Aber er ist in allem geboostet im Vergleich zu anderen. Zusätzlich zu dem Fakt, dass er keine Ultimate hat. Ich habe keine Ult, die ich im 1v1 benutzen könnte. Das heißt, Late-Game-Solo-Charaktere sind zum Beispiel Fiora, über die müssen wir gar nicht reden. Na, er hat einen prozentualen True-Damage als Auto-Attack-Scaling. Na, bringt zum Beispiel alles mit. Fußt auf Attack-Speed, hat super viel Base-Damage zur Verfügung, super viel prozentualen Schaden, kann kiten, hat ein gutes Item-Build. Das gleiche gilt für Trundle oder für Jax. Das sind alles Charaktere, die ihre Auto-Attacks richtig gut nutzen können und zusätzlich noch prozentualen Schaden mitbringen oder ganz einfach nur mit absurdem Damage damit scalen. Und was habe ich? Ich habe eine Ult, mit der ich anderen helfen kann. Aber gegen diese Komposition bringen mir die anderen einen Scheißdreck. Gut, ich hoffe, dass die Videos euch gefallen. Ihr habt verstanden, warum ich dieses Game verloren habe. Ich wünsche bis dahin aber einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.